Liebe Zuschauer, mein heutiger Studiogast ist eine 1,58 Meter kleine und doch so große Dame. Sie kann singen, tanzen, spielen, malen, ist voller Fantasie und begeisterte bereits 1955 mit viel Charme als Fernsehansagerin ein Millionenpublikum. 35 Mal präsentierte sie in ihrer ja fröhlichen Art gemeinsam mit Heinz Quermann zwischen Frühstück und Gänsebraten. Ihre Vielseitigkeit und ihr Können zeigte sie auch in vielen Rollen am Theater, in Musicals, in Komödien und eben als Tänzerin. Mit den graumelierten Schläfen. Sie sind das Schreckgespenst in allen Ehehäfen. Weil sie es sind, wovon die Frauen heimlich träumen und sich Geschichten voller Glück zusammenreimen. Das sind die Männer mit Erfolgen und Erfahrung. Sie sind für jede Frau ein wenig Offenbarung. Sind die Männer, die charmant zu plaudern wissen und die euch küssen, so zart und doch so heiß. Und damit herzlich willkommen und alles Gute im Alles Gute Studio. Sei willkommen, liebe Margot Ehrmann. Danke, Johann. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du siehst blendend aus. Meine Hochachtung. Danke. Das sind deine Geburtstagsblumen. Die musst du aber gleich da wieder reinstellen. Ja, mache ich dann gerne. Uns besser. Vielen Dank. Und ich bin ja ganz die gerührt, schön. Diese wunderbare Ankündigung. Das war ja ganz herrlich. Hab die Brille mitgebracht, muss viel arbeiten. Ja, ja, du musst eine ganze Menge lesen ja, heute. Ja, ich hörte. Also aber ich mache es immer wieder rein. Gerne und perfekt. Margot, ich habe gelesen, so in deinen Unterlagen, so. Du hast ja bereits in den 40er Jahren angefangen mit Ballett in Hamburg? Ich habe schon als Kind getanzt. Ich wollte Tänzerin werden und ich wurde auch Tänzerin. Und habe an der Hamburgischen Staatsoper habe ich studiert bei der Helga Swithlund und habe dann noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges habe ich noch meine Abschlussprüfung im damaligen Theater des Volkes und dann da anschließend im Friedrichstadtpalast habe ich noch meine Abschlussprüfung gemacht und bin noch ins erste Engagement gegangen und dann kam der totale Krieg und dann war es aus. Also Sie sehen, so alt bin ich schon. Also Peter, du weißt es ja. Und jetzt müsste ich sagen, das sieht man dir nicht an. Du weißt es ja selber. Aber wir kokettieren nicht das mit unserem Alter. Ich bin stolz, wenn du heute mit einem unserer drei Pfeile dieses Glücksschwein auf der Torte triffst. Also wir kommen jetzt, komm runter. Also das macht mir so viel Sorgen, ja? Hier. Komm jetzt nämlich zu unserem Tortenspiel. Du musst erst halt, mal eine... Und die Brille? Brille? Die Brille hole ich dir sofort. Ja. Du musst erst mal eine Einsendung aus unserem Körbchen ziehen. Darf die ich liest ein bisschen du wühlen? Vor. Na, aber kräftig wühlen. Und dann kommt der spannende Moment. Und Margot Ebert, denke ich, trifft gleich dreimal unser Glücksschwein. Oder was meinst du? Also. Komm, das Kuvert nehme ich dir ab. Ja. Ein bisschen vor. Haben wir schöneres Licht. Ja, darauf muss man achten, ganz klar. Ich lese jetzt vor. Also, Gerda Stephan in Naumburg erhält zum 60. Geburtstag die besten Glückwünsche vom Ehemann Heinz, den Kindern, Enkeln und Schwiegertöchtern. Sie wünschen, bleib so wie du bist, immer ein Optimist. Das ist doch süß. Bist du auch? Ich bin Optimist. Ja, wieder geworden, Gott sei wieder, Dank. Ja. Pass auf, jetzt geht's los. Drei Pfeile, Margot. Hast du es überhaupt schon mal in deinem Leben versucht, da zu spielen? Oder ist das Premiere? Ich zittere. Gibt es mal ich eine zittere, Premiere ich zittere. Für dich? Gut. Also, wie gesagt, mit drei Pfeilen gelingt es dir. Dann gewinnt Frau Gerda Stephan in Naumburg einen Aufenthalt für zwei Personen. Dichter nehmen es auch vorbei. Einen Aufenthalt für zwei Personen. Ist egal. Im Hotel Sonne in Kirchberg in Tirol. Jetzt. Aber du hast noch eine Chance. Komm. Nein. Ich habe es geahnt. Komm zu mir. Komm bitte zu mir. Du hast noch eine Chance. Ich weiß, komm ich her, weiß, Margot. Ich weiß. Nämlich, in der Ruhe liegt die Kraft. In 60 Sekunden. Das hat mich viel Nerven gekostet. Mich jetzt gleich auch. Pass auf, wenn wir das nicht schaffen. Das schaffen wir. In 60 Sekunden sechs Größe. Mhm. Auf die Plätze. Fertig. Los. Alles Gute für Ilse Drechsler in Taucher zum 80. Geburtstag von Rosemarie, Wolfgang, Harald, Sigrid, Kerstin, Martin, Tobias, Heike, Jürgen, Jessica, Nathalie, Katja, Falco und Doreen.
Alles Gute für Günther Domschke zum 50. Geburtstag von den Eltern von Ehefrau Christine und den Kindern, Enkeln und allen anderen Verwandten und Bekannten. Alles Gute für Elsa Bräutigam in Leuna zum 90. Geburtstag von ihren Töchtern mit Familie. Hier, alles Gute für René Rathmann in Chemnitz zum 20. Geburtstag von Oma Anneliese und Opa Klaus in Vollwert. Alles Gute für Renate Stallmann in Letzlingen zum 60. Geburtstag von Ehemann Willi und den Kindern und Enkeln. Ist das der sechste, der letzte? Ja. Alles Gute für Manfred Schmidt in Leverkusen zum 64. Geburtstag von seiner Schwester Marianne. Das war's. Gott sei Dank. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, liebe Margot. Ich hatte das auch nicht überlegt. Glückwunsch, Frau Gerda Stephan in Naumburg. Das verlängerte Wochenende für zwei Personen inklusive Halbpension im Hotel Sonne in Kirchberg, Tirol, gehört Ihnen. Oh, hätte ich mich sonst verliert. Super. Ich habe gesagt, nimm bitte Platz, Margot. Du bist ein sehr temperamentvoller Mensch. Das ist nun mal so. Machst du sportlich irgendwas? Eigentlich bin ich zu faul, um was sehr ernsthaft sportlich zu betreiben. Aber wie wäre es, wenn du öfter vorbeikommst und hier Dart spielst? Da üben, da muss ich üben. Ja, ja. Margot, deine Karriere hat ja 1955 begonnen, deine Fernsehkarriere, als Ansagerin. Sag mal, gab es damals so ein richtiges Vorsprechen, wie das heute nennt man das ja, Casting? Eben. Wer hat dich ins Fernsehen gebracht? Wer hat gesagt, diese Frau muss auf den Bildschirm? Also man suchte ja damals Ansagerinnen. Und da mein Mann Wilfried Ortmann ja am Deutschen Theater war und schon dort eine Fernsehsendung gemacht hatte, hat er gesagt, geh da mal hin, geh da mal vorbei. Ich war schon durchgefallen im Deutschen Theater. Da hat man mir gesagt, ihren Typ haben wir vom Meter beim Vorsprechen. Da waren gerade die netten kleinen Österreicherinnen gekommen aus von der Scala in Wien. Und da war ich immer enttäuscht, Berlin mochte mich gar nicht. Und dann habe ich vorgesprochen im Fernsehen. Und hatte ein ganz doofes Manuskript und habe mich auch dauernd versprochen und war ziemlich verkrampft. Und dann durfte ich ein Stück Rolle vorsprechen und als Schauspielerin hat man mich dann zuerst eingesetzt. Als Schauspielerin. Ach. Mit Gisela May zusammen in einer Eichendorff-Sendung. Und du bist ja dann irgendwann, das weiß ich jetzt nicht genau, zum Theater gegangen. Hast du das jetzt parallel gemacht? Du bist ja an die Volksbühne gegangen. Ja, also wenn es so einfach wäre, dass man also an irgendein Theater geht, man muss sich ja bewerben. Und ich hatte auch bei Fritz Wisten, das war der damalige Intendant, hatte ich für eine bestimmte Rolle mich beworben. Für die Hermia im Sommernachtstraum. Und die habe ich auch bekommen. Und so begann das auch am Theater. Und du hast trotzdem noch angesagt? Ja. Und ich habe noch einen Film gedreht, habe noch ein Fernsehspiel gemacht und habe es fertiggebracht, mal eine ganze Woche fast gar nicht zu schlafen. Also wir haben gesagt, als Ansagerin hast du deine Fernsehkarriere begonnen, aber so richtig berühmt würdest du mir recht geben, wenn ich sage, bist du durch diese Schwenke, durch Fernsehfilme, denn das Fernsehen macht ja nun mal berühmt. Das macht bekannt. Bekannt. Macht bekannt, macht populär. Ja. Macht populär. Die Theaterschauspieler können das niemals erreichen, dieses Millionenpublikum, das ja doch natürlich die Fernsehschauspieler doch und die Serienschauspieler vor allen Dingen erreichen. Das finde ich also phänomenal. Nicht? Also in Serien, das ist ja, da verlierst du ja deinen eigenen Namen und wirst nur noch mit der Serie. Ich war ja auch, da war ich auch nicht mehr Margot, da war ich plötzlich Waltraud, als ich diese Serie Max Baumann hatte. Ja, wie bist du denn nun zur Waltraud gekommen? Erzähl mir das. Naja, das kann ich ganz einfach erzählen, weil ich einen Vertrag hatte in der Heiteren Dramatik. Und da wurde ich nur mit der Waltraud besetzt. Die musste ich spielen, die wollte ich gar nicht spielen. Die habe ich gar nicht geliebt. Aber das ist nun mal mein Schicksal. Beim berühmten Maxe Baumann. Ja. Wie war die Zusammenarbeit so mit Gerd Ischewa? Schwierig, aber ich habe ihn sehr geschätzt. Weil er ein wunderbarer, bunter Klecks auf der etwas grauen DDR-Palette war. Ich würde sagen, liebe Zuschauer, wir schauen uns jetzt erstmal einen Ausschnitt an. Ich halte eine kleine Einführung. Eine Führung? Gehen wir denn im Museum? Warte mal, das wird fertig sein. Vielleicht, ich komme. Guten Abend, Papa. Guten Abend, Papa. Bitte kannst du uns vielleicht mal verraten, warum wir heute Abend schon... Charles Fürsten Nummer 2. Nein, ist das ärgerlich. Kaufen Sie denn neuerdings auch im Exquisit? Also erstens kaufe ich, wo ich will, sofern ich es mir finanziell leisten kann. Und zweitens ist meins ein einmaliges Modellkleid, hat die Verkäuferin gesagt.
Ja, zu uns auch, Erli. Nein, ist das lustig, Papa. Das kann uns Männern ja nicht passieren, weißt? Also so können wir ja unmöglich gehen. Das Beste wird sein, Sie laufen jetzt rasch nach Hause und ziehen sich was anderes an. Icke? Wieso denn Icke? Ich war ja schließlich zuerst hier. Ich bleibe so. Mensch, Kinder, zum Umziehen ist doch ja keine Zeit. Wir machen das ganz einfach. Wenn wir ins Theater kommen, dann sag laut und deutlich, nanu, wo sind denn unsere beiden süßen Zwillingsschwestern? Und damit ist alles klar. Ja. Nichts ist klar. Ich jedenfalls bleibe so. Ich weiß gar nicht, warum ihr euch so aufregt. Im Theater ist es die meiste Zeit dunkel. Und in der Pause? Mensch, da gehst du einen Rang spazieren und Erna im Parterre. Wenn es so im wirklichen Leben passieren würde. Das ist doch auch. Es ist doch zwei Diefen passiert. Es ist der Liz Taylor und der Lolle Brigida. Gina Lolle Brigida, genau. Ein Dior, zweimal hat er sein Modell. Ja. Viermal darf man. Viermal. Margot, du hast auch als Eliza Triumphe gefeiert. Und das sage ich nicht umsonst, denn wenn sich 400 Mal der Vorhang öffnet, dann musst du ja so das gewisse Etwas gehabt haben als Eliza. Also jetzt werde ich ganz rot, weil du so liebe Sachen über mich sagst, weil ich das ganz wunderbar finde. Ich habe die Eliza sehr gern gespielt und es ist der Wunsch, glaube ich, jeder Schauspielerin, die etwas in der Stimme hat, ein bisschen in der Kehle, ein paar Töne in der Kehle hat, dass sie die Eliza mal spielen darf. Und ich hatte sie auch gerade noch erwischt. Ich war so Ende 30, also um die 38 und dann dachte ich, oh, ob es noch mal klappt. Und dann hat es noch mal in Leipzig geklappt. Der Kaiser sagte damals, der Generalintendant, so könnte ich mir meine Eliza vorstellen. Du schreibst Gedichte? Ja, auch. Mhm. Wann hast du damit angefangen? Auch schon. Ich schreibe Reime. Ich mache Gebrauchslyrik, also mit irgend so heitere Alltagssachen mit einer kleinen Pointe. Solche Dinge, die machen mir Spaß und ich hoffe, dass auch mal ein Büchlein draus wird. Nicht? Margot, du hast mit vielen Kollegen zusammengearbeitet. Auch mit Horst Köppert? Auch mit Horst Köppert. Köppert haben wir in Haps zusammen, er hat Lapskaus gekocht und ich habe Rosinenbrötchen gebacken. Haps war eine Kochsenderei, ja, ne? Ja, Haps war eine Kochsenderei. Von Rostock ging das aus. Ah ja. Hm? Du bist ja auch eine erfolgreiche Malerin. Wie bist du zum Malen gekommen? Ich habe ja vorhin zu Beginn unserer Sendung gesagt, dass du auch sehr viel Fantasie hast. Gehört zweifellos dazu? Also zum Malen gehört Fantasie und als Maler bin ich mein eigener Macher. Ich wollte gerne mein eigener Macher werden. Ich wollte unabhängig vom Geschmack der Regisseure sein. Ich wollte etwas Eigenständiges, Kreatives machen. Als Schauspieler bist du ja nachschöpfender und bist auch immer angewiesen auf die anderen. Und als Maler kannst du das machen, was du in deinem eigenen Köpfchen oder in deinen eigenen Händen hast. Da führst du selbst Regie? Ja, da führe ich selbst Regie. Genau. Kürzlich wurden ja die Werke in Weimar ausgestellt und wir waren dabei. Wir schauen uns mal was an. Das ist mein erstes optimistisches Bild, auch mein letztes, was ich gemalt habe, das Sonnenblumenfeld. Und das ist mein Malbeginn. Das ist der Fischer-Kiez von Otto Nagel. Den habe ich abgeklatscht. Und das ist natürlich die Liebe. Ja, Ute war auch da. Und das ist eine Leihgabe von Dagmar Frederik. Das hat sie mal ersteigert, dieses Bild. Das hat sie mir geliehen für diese Vernissage. Ja. Und das sind hier ganz dünne. Die liebe ich auch sehr. Wunderschöne Frau, wunderschöne Augen malst du. Das ist hier ein bisschen düster, nicht? Das habe ich, düster gemalt. Das ist die Gang zur Blumenpforte. Das habe ich nur aus der Tube gemalt, nur aus der Tube gedrückt. Ich versuche ja die verschiedensten Techniken. Und das ist ja typisch für mich. Von Marion van de Kamp ist dieses Bild ausgeliehen. Das ist auch irgendwie eine wilde Fantasie, wie eine Feuergeborene. Und das ist die Blumenträumerin. Die mag ich sehr gern, die Alice im Wunderland. Guckt besonders hübsch, finde ich. Könnte das dein Lieblingsmotiv sein? Ja, so ungefähr. Ich male immer so ein bisschen langhälsige Damen. So. Und hier ist ein bisschen Witz drin, Vater und Sohn auf dem Eis. Der kleine Kerl wird behütet. Und das ist noch aus dem Besitz von Helga Hahnemann. Das hat sie sehr geliebt. Und das ist der Clown. Auch besonders wirkungsvoll. Sehr auch eine Leihgabe von der Familie. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar, ja, hat mir das gefallen. Das freut mich, danke schön. Hier sind die nächsten Grüße, meine Damen und Herren. Alles Gute, Heike Naujoks in Germersheim. Zu ihrem 35. Geburtstag kommen die besten Wünsche von Ehemann Thorsten, Tochter Sabine und von den Eltern. So, jetzt bin ich wieder an der Reihe. Dieser Gruß soll ein kleiner Dank dafür sein, dass Sie, lieber Rolf Moschke, in Sautlitz sich so liebevoll um Ihre Familie kümmern.
Zum 70. Geburtstag kommen die besten Wünsche von Ehefrau Efi, den Kindern, Schwiegerkindern, Enkeln und Urenkeln. Bärbel, Jutta, Andreas, Wolfgang, Joachim, Ilona, Simone, René, Mike, Ramona, Toni, Stefan, Marilyn und Patrick. Und ich sage, alles Gute, fabelhaft, so viel Urenkel. Große Familie, ja. Ihren 70. Geburtstag feierte Inge Hoffmann in Gladbach-Neuwied. Alles Gute und beste Gesundheit wünschen Irmhild, Erna, Inge und Helga. Das geht weiter jetzt. 65 Jahre wurde Marianne Lorenz in Waltersdorf. Ihre Schwester Christa, Else und Uwe schicken liebe Geburtstagsgrüße. Ja, und damit kommen wir wieder zu unserem Telefonspiel, meine Damen und Herren. Zwei Gratulanten sind am Apparat. Petra Kuschlück spricht hier. Wer ist bitte dort? Hallo. Hier ist Edmund Rehm aus Mülheim. Ja, ich grüße Sie, Herr Rehm. Geht's Ihnen gut? Ja, sehr gut geht's mir, ja. Das freut mich. Wer ist denn Ihr Geburtstagskind? Ja, der liebe Erich Nessler aus Annaberg. Annaberg-Buchholz? Aus Annaberg-Buchholz, ja, genau. Dann können Sie jetzt... In der Höchstädter Straße. Ah, ja, dann können Sie noch die Telefonnummer und die Hausnummer vielleicht sagen. Dann können wir mal vorbeigehen, Kaffee trinken. Ja, ja. Jetzt können Sie Ihre Grüße loswerden. Ja, lieber Erich, nachträglich gratulieren wir dir zu deinem 70. Geburtstag und wünschen dir noch viele glückliche Jahre bei bester Gesundheit. Deine Schwarzwälder, Edmund und Verena. Wunderbar haben Sie das gemacht. Alles Gute auch von mir. Liebe Margot, ja, wer ist in deiner Leitung? Ja, hallo, hallo, hier spricht Margot Ebert. Hallo? Ja, hallo. Wer ist die Gudrun Wüst aus Düsseldorf. Ah, Gudrun Wüst aus Düsseldorf. Ich grüße Sie ganz herzlich. Und mit wem wollen Sie spielen? Ich möchte meine Tochter Cornelia Schmidt aus Unterwald nachträglich zu ihrem 40. Geburtstag gratulieren. Ah, das ist wohl angekommen. Es schließen sich an ihre Schwestern Silvia, Ilona, Kerstin, Stefanie und Papa Roland, sowie ihre Kinder Cassie, Maria und Laura. Auch Ehemann Harry schließt sich den Glückwünschen an. Alles Gute, deine Mutti. Dann möchte ich noch meinen Lebensgefährten Bubi Heck aus Düsseldorf nachträglich zum 73. Geburtstag gratulieren und mich nochmals bedanken, dass er mir zu meinem Geburtstag eine Reise nach Hawaii geschenkt hat. Oh. Bleib so, wie du bist und verliere nie deinen Humor. Ich liebe deine Gudrun. Ach, schön haben Sie das gemacht. Auch viele Grüße an meinen Geschwistern und Freunden in Thüringen. Dankeschön. Ja, fein, ja, wirklich schön auch, gemacht. Und das Rollen der R, das gefällt mir das so gut. Das Thüringen. Also wie immer suchen wir ein musikalisches Geburtstagskind. Dieser Woche, wer die Lösung weiß, gewinnt einen Präsentkorb von Spar. Hier schnell noch einige Tipps zur gesuchten Künstlerin. Also sie wurde in der Schweiz geboren und sang schon als Sechsjährige im Chor. 1992 wurde sie Siegerin beim Vorentscheid zum Grand Prix der Volksmusik, den sie 1995 mit Nimm dir wieder einmal Zeit gewann. Mit ihrem strahlenden Lachen und ihrer brünetten Löwenmähne ist sie zweifellos die Traumfrau vieler Volksmusikfans. Band bitte ab. Eine ganz tolle Frau mit Wahnsinnsausstrahlung. Wie heißt denn die Tochter von Charlie Chaplin? Che? Oh, ist das schade. Mehr konnten wir leider nicht helfen. Ich kenne das Lied sehr gut, aber den Namen kennt mir jetzt Geraldine nicht. Geraldine Olivier. Nee. Nee? Ist ja nicht bekannter Name, aber das Lied kenne ich sehr gut. Nicht? Glaube auch. Und Edmund, Ihnen hat es völlig die Sprache verschlagen. Nee, ich habe gerufen, ich habe Paola, aber... Nee, auch nicht Paola. Ja, ja, klar. Leider nicht. Es Schade. Sollte nicht sein. Schade. Aber ich würde sagen, Sie bekommen trotzdem von uns unsere alles gute CD von Herz zu Herz. Danke. Vielleicht haben Sie ein bisschen Freude daran. Schönen Dank. Ja? Ja. Recht herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Mitspielen. Alles Gute. Danke. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss, schönen Sonntag noch. Ja, am Montag wurde Geraldine Olivier 33 Jahre jung. Von der Schweiz ist sie mittlerweile nach München gezogen und hat dort auch privat ihr Glück gefunden, wie man lesen konnte. Alles Gute auch von uns, liebe Geraldine. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit dir. Langsam
streiken meine Nerven vom Alltagstrott. Doch dann sah ich gestern. Ja, also das war's schon fast für heute. Unsere Sendezeit ist so gut wie um. Margot, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du heute hier bei uns zu Gast warst. Ich darf es noch mal sagen, du siehst blendend aus. Oh, Peter. Ich wünsche dir viel Gesundheit, aber die traditionelle Frage ist, was machst du demnächst? Was hast du dir vorgenommen? Wie sind deine Pläne? Oder vielleicht auch, was wünschst du dir? Beantworte ich sofort. Aber jetzt bin ich dran mit Komplimenten. Also erstmal bezaubernd, du machst das wunderbar. Also ich bin voller Bewunderung. Ich weiß, was es heißt, hier zu sitzen. Ja. Du weißt, wie schwierig dieser Job ist. Und er wird ja immer schwieriger. Und ich gratuliere dir von ganzem Herzen auch zu dieser Sendung. Es ist wirklich toll mit dir hier gewesen. Und ich wünsche mir ich habe Hoffnungen und Wünsche, hat man immer. Sonst ist man tot, glaube ich. Ja. Aber ich wünschte mir sehr, dass ich noch ein paar Runden mache in meinem schönen Häuschen. Du weißt, dass ich meinen Mann ja verloren habe und es war mir sehr schwer, wieder Tritt zu fassen. Ich habe jetzt wieder Tritt gefasst und ich denke, dass ich ein angenehmer Mitmensch sein werde und immer ein offenes Ohr für meine Mitbürger haben möchte und immer freundlich und diszipliniert durchs Leben gehen kann. Die letzten Runden noch. Ich hoffe, es sind viele, viele Runden. Dankeschön. Margot, und ich hoffe, dass ich dich auch noch mal in einer Fernsehsendung wiedersehe. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Liebe Zuschauer, auch von Ihnen möchte ich mich für heute verabschieden. Ein prominentes Geburtstagskind habe ich aber noch. Heute vor 136 Jahren wurde der Komponist Richard Strauss geboren. Und er sagte ja mal, wer ein richtiger Musiker sein will, der muss auch eine Speisekarte komponieren können. Also da hat der gute Strauss ja wohl die Hausfrauen und die Hausmänner vergessen. Auch wenn wir nicht musikalisch sind, müssen wir ja ständig die köstlichsten Menüs erfinden. Sicherlich auch am morgigen Pfingstmontag. Also ich wünsche Ihnen einen sonnigen und erholsamen Feiertag, eine wunderschöne, angenehme Woche und bis zum nächsten Sonntag. Alles Gute. Tschüss.